Kyaru Kanyakasa, Kanu Kasikasa, Marikanu Satinaka, Maru Panakasa, Yeku Nasitana, Ari, Ari Kanukasa, Marikanukasa, Yaku Sata. Karukanikasa, Kanukasikasa, Marikanu Satinaka, Maru Panakasa, Yeku Nasitana, Ari, Ari Kanukasa, Marikanukasa, Yaku Sata, Yaku Sata. Also erstmal habe ich jetzt das Gefühl, dass die Sternenfamilie jetzt gerade hier ist. Die kommt gerade, also die ist diese Tage, die ist seit dem 1. September hier ganz präsent um die Erde und die wollen mit uns Kontakt aufnehmen. Und die haben auch bestimmte Botschaften für uns und die möchten jetzt wirklich ganz aktiv mit uns arbeiten. Und sie sind ja auch nicht hier, um sich mit Regierungen oder so zu verbinden, weil die sind gar nicht auf deren Schwingung, sondern sie sind an spirituellen Menschen interessiert und wollen jetzt, warten darauf, dass wir uns jetzt dafür zur Verfügung stellen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und diese Zusammenarbeit, die beginnt jetzt. Und da geht es zum einen darum, was möchten die Sternen? Völker zu uns sagen, gibt es da bestimmte Völker, die mit uns zusammenarbeiten möchten, bestimmte Wesen. Das ist das eine, einmal Sternvölker. Das andere ist, dass man natürlich auch das Gefühl, wir haben ja das Gefühl, dass jetzt diesen Monat irgendwas Besonderes ansteht im September. Ja, und das dritte könnte sein, ob wir so eine Sisterhood-Channel-Gruppe aufbauen sollen, vielleicht auch, die insbesondere mit den Sternvölkern spricht. Was wir eben gerade gesagt haben, also nicht so ein Unicorn-Reisen, sondern Sternenvölker-Retreat. Und da wäre das jetzt erstmal das erste Retreat, was wir jetzt machen, um jetzt erstmal überhaupt diesen Kontakt mit ihnen jetzt aufzunehmen und sie zu fragen, was wünschen sie sich denn? Und das, deswegen brauchen wir es gar nicht definieren. Ja. Werden sie uns ja sagen, was sie sich wünschen und wir. Es kommt auch schon gleich, das erste Wort war lemurisches Retreat, weil wir ja hier in Neuseeland sind, dass wir hier anfangen, wo wir auch sind. Und ja, also ich wäre jetzt erstmal daran interessiert, was gerade abgeht, weil es so eine starke Energie auch ist und es sich so anfühlt, wie so, wie ich es heute Mittag mal gesagt habe, wie bei so einem Softwareprojekt. Da werden am Schluss noch die letzten Upgrades gemacht und die Vorbereitungen getroffen, ja. Und dann gibt es einen bestimmten Tag und da wird die Software dann wirklich angeschaltet und dann verwenden alle die neue Software. Das nennen wir ein Go-Live. Es fühlt sich an, als ob die Sonnenwende und der nächste Vollmond. Du meinst die Tag- und Nachtgleiche? Die Tag- und Nachtgleiche, dass wenn die zusammenfallen, dass da genau so eine Art Go-Live stattfindet und dass deswegen jetzt praktisch die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Und ich merke das in den Sessions jeden Tag, wie hoch die Energie ist und wie die auch so, wie du auch sagst, von den Sternenvölkern. Ich glaube, die Energie kommt von allen Seiten, überall, wo man was aufmacht, kommt richtig viel Energie rein, ja. Weil sie reinkommen will und im Grunde genommen wäre es toll, wenn viele Menschen jetzt einfach nur Portale aufmachen,
dass die Energie einfließen kann, alles gleichzeitig. Hm. Also was mir gerade aufgefallen ist, dein Mikrofon schlägt manchmal so ein bisschen gegen deinen Reißverschluss und dann raschelt das so etwas. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt einfach in diese meditative, in den meditativen Status oder in die Frequenz gehen, dann können wir das ja ruhig auch damit einladen, mit unserem lemurischen Licht, das wir in uns tragen, oder dass wir quasi bekräftigen, dass wir das höchste lemurische Licht in uns tragen. Und für jeden, der an dieser Meditation teilnimmt, nochmal sei gesagt, wir sind natürlich immer verbunden mit der höchsten Quelle und tief verwurzelt mit der Erdenmutter und immer in einem absoluten Schutz. Und wir spüren jetzt eben insbesondere das lemurische Licht, das wir seit Äonen von Jahren in uns tragen und das jetzt auch wieder ganz bewusst aktiviert werden will. Und ich spüre auch, dass es dieses Licht ist, das uns verbindet mit den Sternenvölkern, die ja von oben, von den Sternen, das Licht herunterstrahlen für uns, dass wir sie nicht vergessen und dass sie uns nicht vergessen. Und es ist so, als ob jemand da eine Kerze angezündet hat und das ins Fenster stellt und man aus der Ferne weiß, da ist jemand, der denkt an einen und ja, dieses Licht möchte jetzt wieder entfacht werden, ganz bewusst, von den Sternenvölkern. Ja, ich glaube, dass auch so ein Gespür ist, dass zwischen den verschiedenen Reichen und Galaxien und Dimensionen, den verschiedenen Räumen, sage ich mal, wo verschiedene Existenzen und auch Bewusstseinsformen existieren, da waren immer so Portale und Übergänge, wo man von einem ins andere reingehen konnte. Und viele von denen waren wohl geschlossen auch. Und ich habe das Gefühl, dass eben davon viele, ich nenne sie jetzt mal Portale, diese Übergänge, dass diese Portale sich öffnen, also nicht nur zur Erde, sondern vielleicht auch zwischen anderen Dimensionen. Und die Erde spielt da eben eine Rolle da drin, die verbunden ist eben auch mit, vernetzt ist eigentlich mit verschiedenen Dimensionen. Also sowohl verschiedene Dimensionen in der Erde, ja auch auf verschiedenen Dimensionen existiert oder in der Erde existieren verschiedene Dimensionen. Und dann natürlich auch kosmische Dimensionen, die um uns herum sind, um die Erde herum sind. Und all die, wenn man die sich so vorstellt als verschiedene Ebenen oder eben Dimensionen, dann kann man von einer in die andere gehen. Und wir machen das ja auch, wenn wir channeln. Wir finden da einen Weg von einer Dimension in die andere. Und da glaube ich, dass ganz oder einige von denen jetzt irgendwie aufgehen. Das ist ein kosmischer Prozess, der ist nicht nur für die Erde, aber er hilft der Erde auch unglaublich, um das goldene Christusbewusstsein auf die Erde runterzuladen. Das kommt, entsteht irgendwie da dabei. Das sind positive Rückverbindungen zwischen Völkern, Zivilisationen, Galaxien, Dimensionen, die sich wiederfinden, die auch wieder rausfinden, dass sie eigentlich Familie sind. Ähnlich, was du gerade gesagt hast, dass da jemand ist, der einen kennt, der einen liebt. Und es ist eben Familie. Und wir haben ja auch ganz starke Führung erhalten, die letzten Wochen als Schwestern zu arbeiten und mit Schwestern zu arbeiten. Und in meinem Leben auch initiiere ich Brüdergruppen, also wirklich nur Männer untereinander, die wieder Brotherhood oder Brüderschaft irgendwie erkennen und erleben und sozusagen sich auf so vielen Ebenen ist wie Rückverbindung und sind Verbindungen.
Was ich auch gerade gesehen habe und was ich auch eigentlich die letzten Monate oder anderthalb Jahre immer wieder reinbekommen habe. Es ist eine Zentralsonne, die quasi aufgeht. Und es ist so, als ob die Sonnenstrahlen wie, also in Stonehenge gibt es das ja auch, zur Sommersonnenwende. Wenn die Sonne morgens aufgeht, dann geht die durch ein, geht der Strahl durch ein ganz bestimmtes Tor auf einen ganz bestimmten Punkt und dadurch wird das aktiviert. Und das findet jetzt im kosmischen Bereich statt, dass da wirklich eine Urzentralsonne aufgeht aus unserer Perspektive. Und diese Strahlen, die gehen eben durch den ganzen Kosmos und aktivieren eins nach dem anderen. Und sind jetzt eben auch, also jetzt ist die Erde eben auch ganz intensiv dran. Und damit, das ist wie so ein Anschalten. Und die Wege sind jetzt wieder gangbar. Die sind jetzt wieder erleuchtet, so wie man zum Beispiel nachts sich durch einen dunklen Wald nicht zurechtfinden würde. Wenn der, die Sonne morgens aufgeht, dann findet man wieder den Weg. Und in der Nacht leuchteten die Sterne quasi, können einen nicht den Weg zeigen, aber können sagen, dass wir da sind. Und jetzt wird aber der Weg wieder gangbar. Und es ist auch nicht irgendwie, dass es die Schuld der Menschen war, dass das alles hier auf der Erde so läuft, sondern es war einfach ein kalter, dunkler Zyklus, der aber jetzt zu Ende geht. Und jetzt findet diese Aktivierung nach und nach statt. Und im Moment haben wir wieder einen ganz großen Schub. Ja, und die Reflexion, glaube ich, auch liegt so ein bisschen in den letzten anderthalb Jahren oder so, wo wir durch die Umstände auf der Welt, wo die Leute zu Hause bleiben mussten und getrennt wurden von Kollegen und Freunden und so weiter, da hat man sich wieder zurückbesonnen auf die Wichtigkeit von Verbindung. Das ja. Bewusstsein, wie wichtig Verbindungen sind und diese ganzen vielen Vernetzungen, die wir haben als Menschen und eben auch als Erde mit anderen Galaxien und Dimensionen und so weiter. Das ist jetzt auch im menschlichen Bewusstsein auf der Erde, im Kollektivbewusstsein wieder ganz groß geworden. Und ich meine, viele spirituelle Menschen haben immer darüber gesprochen, ne? Die Buddhisten über die Interconnection und dass eben alles miteinander verbunden ist. Und für viele Leute ist das ein intellektuelles Konzept. Aber jetzt konnte man wieder mehr spüren, persönlich spüren, wie toll Verbindung sich anfühlt, wenn man sie dann auch schmeckt und wenn man sie auch tatsächlich bewusst wahrnimmt. Auf allen Ebenen. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, in dem Moment, wo wir zu Hause geblieben sind, sind viele Menschen auch einfach wieder in die Familie gegangen. Mhm. Und oftmals hatte man zwar Familie, aber man ist nicht mehr in die Familie gegangen, weil alle so busy waren. Die Kinder waren in den Vereinen und hier unterwegs und da zur Schule. Die Eltern permanent busy. Und jetzt kam das zurück, wieder Rückbesinnung auf die Familie. Und das ist nur ein Spiegel. Denn worum es jetzt geht, ist die Sternenfamilie. Dass wir uns jetzt mit unserer Sternenfamilie verbinden und das, was auf der Erde stattgefunden hat, ist sozusagen nur ein Spiegel davon. Ja, und auch noch dazu die andere Ebene, also wie du sagst, von der Sternenfamilie weit draußen und dann weiter drinnen in den Menschen die Rückverbindung mit Familie und die bewusste Sehnsucht auch nach Rückverbindung mit Freunden. Und dann geht es noch einen Schritt weiter nach innen, die Rückverbindung mit sich selbst. Und ganz viele Menschen haben sich gefragt, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Was will ich mit dem Rest meines Lebens machen? Weil sie sich mit sich selbst rückverbinden, anstatt wie so eine Maschine von außen gesteuert zu sein. Mhm. Und also dieses Verbindungsthema ist ganz durchläufig. Und in der Zeit habe ich ja auch mein Template von Love and Connection, also Liebe und Verbindung, gechannelt. Und das war ja nicht zufällig. Das passt ja auch immer zu den Zeiten. Jetzt die nächste Zeit, die jetzt eben anbricht, aus meiner Sicht, ist, wenn man dann mal wieder mit sich selbst verbunden ist und sich auch verbunden fühlt in der Welt und dadurch auch
sicher und aufgehoben fühlt, dann kann man sich befreien. Wir gehen jetzt in die nächste Phase der Befreiung. Das ist das Leben, was man sich frei raussucht. Mhm. Und das bedeutet auch freie Wahl, mit welchen anderen Wesen man sich unterhalten möchte zum Beispiel oder wo man vielleicht hinreisen möchte. In meinen Sessions reisen wir ja oft und ganz viele Menschen entdecken wieder ihre Sternenfamilie, wo sie eigentlich herkommen, ihre Lichtfamilie, und haben da so eine Wiedervereinigung, und das ist höchst bewegend, und die weinen, und das ist so ein Nachhausekommen. Die sind auch hier zu Hause, aber die sind eben auch woanders zu Hause und haben das immer gewusst, dass da was gefehlt hat. Und ja, diese Rückverbindung passieren die ganze Zeit im Moment bei mir in den Sessions. Genau, das ist einmal die Frage, wer bin ich und wo komme ich her? Und der Körper, der wurde in irgendeinem Winkel dieser Erde geboren, und das wissen wir auch, und wir kennen auch unsere irdische Familie. Aber der Geist, der höhere Heilige Geist, der in uns ist, der ja auch unsterblich ist und ewig lebt, der kommt ja ganz woanders her. Der kommt ja aus ganz anderen, ja, aus dem Universum oder aus anderen Universen. Wobei ich mich jetzt erstmal auf unsere Galaxie fokussieren würde. Ich denke, da haben wir schon viele Erfahrungen gemacht. Ich weiß auch nicht genau, ob man immer sagen könnte, dass ein bestimmter Stern der Heimatstern ist. Wahrscheinlich haben wir schon ganz viele. Wir haben Sterne, viele, das glaube ich auch. Wir haben nicht nur eine, wir können halt mal eins nach dem anderen entdecken. Ich kann ja nicht eine Stunde eine Reise machen und da besuchen wir dann gleich 20 verschiedene Dimensionen und Planeten und Galaxien. Das wäre ja vollkommen überwältigend. Ja. Aber ich glaube auch, wie du, wir gehören zu verschiedenen Familien. Und eine Familie ist die Erdenfamilie, aber das ist eben nur eine. Und das ist meistens auch nicht immer so die spirituelle Familie. Das ist einfach die materielle Familie. Aber hier geht es jetzt um die spirituelle Familie. Und da sehnen sich ja viele hin zurück, die spirituelle Familie endlich wieder zu finden, wo man ja auch wirklich ganz anders verstanden wird. Wirklich auf spiritueller, geistiger Ebene. Ja, auch als höheres Wesen. Also wenn die Menschen dahin zurückkehren oder sich wieder verbinden mit ihren Lichtfamilien, dann ist es meistens auch so, dass sie sich selbst entdecken als Wesen mit sehr viel mehr Kraft und sehr viel mehr Licht und sehr viel mehr Liebe, als wie man das auf der Erde so auslebt normalerweise. Also das ist schon wirklich auch eben eine höhere Lebensform. Und drum ist es auch so schön, wenn man da hingeht, weil man seine eigene höhere Lebensform oder Bewusstseinsform dann mal spürt und sagt, ach ja, und aber wenn ich jetzt damit ja verbunden bin auf der Erde, also während ich auf der Erde lebe und als Heilerin arbeite oder als Lehrerin oder als Doktor oder als was immer wir arbeiten, dann kann ich mich mit diesen Wesen, dass ich dort bin, und mit dieser Familie, die dort ja auch sehr viel Wissen und Weisheit hat, kann ich mich verbinden. Und diese Wissen und Weisheit und Liebe und Licht, die fließen durch mich durch in meinen Job, auf die Erde, in meine Familie, in mein Haus, in meinen Garten, in die Plätze, überall, wo ich mich bewege, fließt dann auch eben das Licht und die Weisheit und die Liebe und so weiter von dem anderen Ort. Und es fließt dann durch uns durch. Das geht schon. Wir sind zwar nicht das Wesen dort, aber die Kraft von diesen Wesen kann durch uns durchfließen. Aber was ich jetzt wahrnehme, ist, dass jetzt in diesen Tagen die Sternfamilie hier runterkommt. Wir nicht mehr mit unserem Geist da hochgehen müssen, sondern die kommen jetzt hier runter. Und sie sind jetzt hier in diesem Raum. Sie sind jetzt auf die Erde gekommen. Und wir nennen sowas der Himmel,
senkt sich auf die Erde. Und das ist die Sternfamilie, die jetzt gerade hier in der hochfrequenten geistigen Form hier ist und direkt hier in diesem Raum von uns, wo wir sind, auch sind. Und sie umgeben uns jetzt und sie sitzen hier oder stehen hier genauso wie Menschen. Also als wenn man jetzt gerade Besuch bekommt von irgendwelchen Menschen, sind das jetzt die Sternfamilien, die hierher kommen. Verwandtschaftsbesuch zu Hause in deinem Wohnzimmer. Endlich! Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir sie wahrnehmen und sagen, oh, wie schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen und wie schön, dass ich das wahrnehme. Und dann sieht man sie alle und sie sitzen alle hier. Und haben so eine unglaublich warme, weiche und lichtvolle Ausstrahlung, dass ich das direkt in meinem Körper spüre, dass da alles wegfällt, was, also es fließt einfach nur, es ist einfach nur eine absolute Wohltat, in ihrem Kreis zu sein und dass sie jetzt wieder hier sind. Ich glaube einfach nur diese Vorfreude, diese Leichtigkeit, die in der Vorfreude auch drin liegt und mal jetzt Ballast loslassen, so wie wir das gemacht haben, durchs Aufräumen, Ausmisten. loslassen und dann empfangsbereit werden. Ja, Sie sagen, es ist eigentlich... Das Wichtige ist, dass wir bewusst in den Kreis der Sternfamilie treten und dabei sind. Einfach dabei sind. Wieder bewusst dabei sind, ein bewusster Teil der Sternfamilie. Und weißt du, was ich jetzt auch noch gerade so sehe? Das ist ja, sind ja die Weitaha. Die Weitaha sind da ganz stark vertreten, auch bei dieser Zeremonie. Das neuseeländische Urvolk, das auch die halten die Urverbindung zu Lemurien. Da sind wir bei Lemuria wieder, was du eingangs gesagt hast. Das Urvolk mit den Wurzeln von Lemurien sind eben die Weitaha. Weitaha sagen ja im Grunde genommen, jeder Mensch auf dieser Erde ist ein Weitaha, weil alle von diesen Weitahas abstammen. Und das ist auch, was du ursprünglich gesagt hast, dass wir alle eine Familie sind. Von daher sind wir auch schon die Weitaha. Alle. Jeder Mensch kommt ursprünglich aus dieser Familie. Und es ist einfach nur so, dass wir uns jetzt wieder daran erinnern, wo wir die irdischen Wurzeln haben. Ja, ich sehe da auch wirklich, also Neuseeland ist der Ort von Lemurien, der hier als erstes bewohnt wurde und auch so lange beschützt wurde. Deswegen wurde es auch den Menschen erst vor 200 Jahren wieder erlaubt oder vor 250 Jahren wieder erlaubt, nach Neuseeland zurückzukommen. Vorher war es ihnen nicht erlaubt. Das war alles geschützt vor der Zerstörung der Menschheit. Und man hat dann erst wieder angefangen, weil man wusste, dass jetzt auch diese Zeit
kommt. Und in Neuseeland sind ja auch alle Völker dieser Erde vertreten, aktuell. Ja, das ist ja das, was ich immer schon ganz am Anfang, in den ersten Jahren, wie ich hierher kam, gechannelt habe. Neuseeland heißt auch Neuseeland, weil es aus See und aus Land besteht, ja, und ein neues Land ist. Also es ist ein neues Seeland. Es ist nicht wie die anderen Seeländer, wie England oder auch Deutschland oben am Norden. Und es sind auch Länder, die auch See haben. Aber dieses ist ein neues Seeland und es ist der, da wird die neue Menschheit geboren. Ja, auch das Seeland gebärt sich ja gerade noch. Wir haben ja hier ja jeden Tag fast Earthquakes und irgendwelche ruckeligen Sachen spürt man ja immer oftmals unterschwellig. Und das gebärt sich ja gerade noch, das Land hier. Ja, es ist auch sehr eben frisch und es wurde dann auch rein gehalten, sozusagen menschenfrei gehalten, nur mit Vögeln und Bäumen und Insekten und so weiter. Und erst dann wurden ganz langsam aus dem pazifischen Umfeld die Menschen angezogen und dann nach und nach aus der ganzen Welt. Und jetzt sind sie praktisch alle von überall da und können gemeinsam in dieser schönen, verbundenen Vielfalt die neue Menschheit leben und erleben als Pioniere sozusagen, als Vorbild. Und da hilft es uns natürlich, dass wir ein kleines Land sind mit nur 5 Millionen Menschen, weil es ein bisschen einfacher macht, als wenn man gleich mit 320 Millionen anfängt, ne? Mit so einem großen Land. Aber das ist noch am Gebären. Das kommt noch. Aber es ist ein großer Schritt in die Richtung. Okay. Ja, schön. Also wir danken den Sternenvölkern. Wir danken unseren eigenen höheren Selbst, die uns immer wieder erlauben, in diese Kommunikation einzutreten. Und dass wir ja das schon gelernt haben, über die Jahre uns so zu verbinden und empfangsbereit zu sein. Das war eigentlich die Hauptaufgabe, zu empfangsbereit werden, um channeln zu können. Wer nicht empfangsbereit ist, kann nicht channeln. Es geht nicht. Es geht technisch gar nicht. Und nach wird man dann eben empfangsbereiter, auch im Herzen. Und dann ultimativ auch auf einer materiellen Ebene. Und plötzlich fließt es dann. Ja, vielen Dank an die Völker. Vielen Dank auch an dich, Heike, dass du das initiiert hast und wieder aufgenommen hast. Ja, Sandra. Ja, dann können wir da das mit Freude uns auf dieses Festival vorbereiten und eben auch Zeit nehmen, Zeit freischaufeln. Und ich freue mich auch wirklich jetzt darauf, diese 3 Tage mir auch Zeit zu nehmen für so eine besondere Zeremonie. Wenn wir eben nicht persönlich dort sind, dann werden wir hier zu Hause uns so eine Empfangszeremonie machen, weil das ist unser Geschenk, was wir bringen, ist Empfang und Offenheit. Offenheit, Dankbarkeit. Kalukanikasa, Kanukasikasa, Marikanu Satinaka, Marupanakasa, Yekunasitana, Ari, Ari Kanukasa, Marikanukasa, Yakusata.
Kalukanikasa, Kanukasikasa, Marikanu Satinaka, Maru Panakasa, Yekunasitana, Ari, Ari Kanukasa, Marikanukasa, Yakusata, Yakusata. Während der Meditation oder auch in den Tagen danach etwas aus dieser besonderen feinstofflichen und geistigen Welt empfangen hast, dann teile es gern mit uns allen im Kommentarfeld.